der Ernst Losen vom Weingut Dr. Losen an der Mosel. Und hier sind wir in unserem Weingut in der Pfalz, dem Weingut Villa Wolf in Wachenheim. Mein lieber Ralf, wie geht's dir? Gut, komm rein. Eins der Weingüter, die Ernie Losen besitzt, den wahrscheinlich agilsten deutschen Winzer, der weltweit dem Thema Riesling wie keinem anderen bekannt und berühmt gemacht hat. Sag mal, wie viele Weingüter hast du eigentlich? Also ganz einfach, ne? Wir haben erstmal das Familienweingut Dr. Losen an der Mosel, ne, das 200 Jahre im Familienbesitz ist. Dann haben wir hier das Weingut Villa Wolf in Wachenheim. Ja. Ne? Haben sie ganz toll hier gemacht. Ja. Wann haben wir gekauft? Das hat 95 oder 94? 95 gekauft. Und die 96 haben wir angefangen zu renovieren, ne? Hier die Villa 98. 98. Und das ganze Objekt durften wir erst 2002. Mein Name ist Lothar Sturm. Ich habe das Gesamtprojekt hier entwickelt. Und zwar eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe. Und Gewerbe, das alte bestehende Weingut ist damit gerettet. Und ansonsten leben hier Familien in mehreren Generationen. Schöner altes, wirklich wunderschönes altes historisches Weingut, was seinerzeit von dem Inhaber Johann Ludwig Wolf, ne, erbaut worden ist, ich glaube 1846 war das, ne? Und der hatte immer einen Traum gehabt, sich in dem norditalienischen Palladio-Stil, ne, ein Weingut zu bauen. Und da hat er das, also das nenne ich mal Stil, der hat seinen Architekten auf seine Kosten ins Veneto geschickt, zum Studium der Palladio. Dann hat er 2 Jahre Zeit gehabt zu planen und dann haben sie 3 Jahre gebaut. Dann haben wir vor 10 Jahren noch ein Weingut in Oregon, wo wir nur Pinot Noir, also Spätburgunder machen, angefangen. Und dann haben wir noch ein kleines Joint Venture, oder klein ist es auch nicht mehr, zusammen mit Chateau St. Michel in Washington State, in Seattle, wo wir nur Riesling produzieren. Der Wein heißt Eroica, heroisch, ne? 3. Symphonie von Beethoven. Und dann haben wir noch 2 kleine gemeinschaftliche Produktionen. Auch Riesling, eins in Australien, zusammen mit Jim Burry, ne, in Clare Valley. Und noch eine kleine Geschichte, die ist auch süß, zusammen mit dem Telmo Rodriguez. Sag mal eine Frage, wie ist es denn, wenn man aus Deutschland kommt, den Riesling weltweit so bekannt hat, gemacht hat wie du? Es gibt ja niemanden, der da mehr dafür getan hat. Also 80 Länder. Ne? 80 Ländern. Ja. Wie ist das, andere Arbeiten im Ausland? Ist das schon, gut. Man muss sich immer auf die Mentalität des Landes einstellen. Ne? Das ist das Erste. Ne? Man kann nicht mit seiner deutschen Mentalität irgendwo anders hinkommen und meinen jetzt so als Eroberer da auftreten. Ja. Ne? Wir tun uns komplett, auch wir hören auch auf die Leute, auch deren Erfahrungen. Ne? Ja, also das ist jetzt der Fasskeller, wie ihr seht. Also Fasskeller ist ja vornehmlich Edelstahl. Wir haben hinten auch noch ein paar Holzfässer. Ich glaube, der Keller hier fasst so was 120.000 Liter, so was um die Kante, ne? Okay, das heißt und aber, lebst du dann wieder Weißburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder, Grauburgunder, Pinot Noir, Riesling und Sauvignon Blanc, ungewürzt Raminat. Okay. Machen wir hier. Wir haben einen Weinberg, der ganz auf Kalk Sandstein basiert und unser Monopolweinberg ist, die Belz, die Wachenheimer Belz, Monopolweinberg, den haben wir jetzt gerade komplett in den letzten 3-4 Jahren auf Pinot Noir umgepflanzt. Ja. Und die ersten Ergebnisse, ist noch nicht viel Ertrag, aber die ersten Ergebnisse sind fantastisch. Das ist jetzt unser 18er, 2018, Wachenheimer Belz, ist eine Monopollage. Die war bislang immer mit alten Rieslingstöcken bepflanzt, so fast 50 Jahre alte Rieslingstöcke. Ne? Um 62 gepflanzt, ja über 50 Jahre alt. Aber weil der wirklich nur Kalkboden hat, ne, macht tolle, interessante Rieslinge, aber wir haben gedacht, jetzt
wir wollen noch ein bisschen hochwertige Pinot Noir machen. Das ist auch eine einzige Lage, die auf Kalkboden, da haben wir uns entschieden, dann jetzt Pinot Noir dazu machen. Aber ne? das ist köstlich. Ja, das ist super, ne? Wir haben an der Mosel halt nur Schiefer. Die Schiefer lagen a kühler, wir sind viel nördlicher, also 150 Kilometer nördlicher, also ein etwas kühleres Gebiet. Die Weine sind etwas eleganter, pikanter, feiner, weil der Boden, dieser steinige Schieferboden, eine ganz andere Art, was wir Schiefergür nennen. Ne? Die Weine von der Pfalz sind definitiv ein bisschen, sagen wir, kräftiger, molliger, ne? Sind mehr, boah, ne? Ja, ja. Der Boden, ich meine, es leuchtet mir ein, ist ja klar, der Boden ist anders. Der Boden hat eine andere Form. Aber es ist doch auch eine andere Art des Weinmachens als in der Mosel? Wir jetzt nicht unbedingt. Wir werden natürlich hier von der Pfalz so manchmal so ein bisschen, ne, so als Moselaner, der in die Pfalz kommt, ne, werden unsere Weine oft betituliert, wir würden Pfälzer Weine im Moselstil produzieren. Weil ihr leichter schlanker, macht, weil er schlanker macht. Ja, genau. Weil wir gehen eben nicht, ich bin da von der Mosel nicht gewohnt und nicht, dass ich das jetzt nicht mag oder so, aber wir machen halt trockene Weine eher zwischen 12 und 12,5. Meine ich ja, Alkohol, ihr seid ein bisschen leichter. Wir gehen nicht hier diese Weine, wir machen alles hier zwischen auch ein bisschen höher, aber wir gehen nie über 13%. Aber hier in der Pfalz ist eher 13,5, 14. Den Sauvignon Blanc tun wir hier in diesen 500 Liter Akazienholzfässer ausbauen. Das habe ich auch in der neuen Welt gelernt. Ne? Ja. In unserem Oregon-Weingut. Ne? Ja. Wir haben dann mit meinem Partner da seinerzeit, Jay, haben wir Caduce besucht, das ist ein Küfer in Frankreich. Ne? Und mein Partner wollte immer wie Didier Dagenau, wie ja, Sauvignon genau, Blancs in neuen Eichenholzfässern. Ja, ja. Und mir ist das zu viel, weil ich finde Sauvignon ist eine Aromaholzsorte und dann das neue Holz, das finde ich ganz interessant. Ne? Ja. Und da haben wir uns da gestritten vor dem Caduce, vor dem Barrel, ne? der Küfer. Ne? Da sagt der Mensch, ihr streitet hier wie ein alt Ehepaar, ne? Ich habe die Lösung für euch beide. Sag ich, was ist denn die Lösung? Nehmt doch neue Akazienfässer. Sag ich, auch neue Fässer, gebt mir auch Geschmack an. Dann sagt er, nee, eben nicht. Akazienfass ist so hartes Holz, gibt keinen Holzgeschmack ab, aber du kriegst alles Positive eines Ausbaus im Holz. Da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, habe ich zwei gekauft. Die haben wir ausgebaut in den USA, in Oregon, in Sauvignon Blanc. Sensationell. Ja. Weißt du was? Es nimmt eben, was es gerade macht, es nimmt nicht diese Frucht weg, aber wenn es manchmal ein bisschen grün ist, es schleift oben die Spitze des Grünen weg und macht es wirklich total harmonisch. Hier machen wir etwa 120 bis 150.000 Liter verarbeiten wir hier, ne, im Weingut. Ne? Und aber verteilt auf alle Rebsorten. Hallo. Ja. Na, Patrick. Was machen wir denn hier? Rosé. Heute gibt's Rosé. Pinot Noir Rosé. Also Spätburgunder Rosé. Patrick Möllendorf, gebürtig aus Berlin, Winzer seit 2012 hier in dem Weingut. Wie kommt jemand, der in Berlin aufgewachsen ist, zum Thema Wein und Wein machen? Ja, also ist gar nicht so einfach, aber eigentlich kurz und bündig. Ich habe Verwandtschaft an der Mosel. Okay. So, und klar. Die haben mich damals gefragt. Ich bin mit 16 aus der Schule, ich habe meine 10 Klassen fertig gemacht und ich wollte mal was mit der Natur machen. Hätte ich bei meinem Vater mit einsteigen können, bei dem Pferdehof. Da habe ich gesagt, ach Mensch, so viel Stall, wie ich ausgemistet habe, da habe ich keine Lust mehr drauf. Aber mit der Natur war ich immer sehr verbunden. Ich bin auch Jäger dazu. Also mir hat die Natur immer sehr am Herzen gelegen und ich habe mir immer gedacht, Mensch, Gartenlandschaftsgärtner, dann Friedhöfe hegen und pflegen, das war dann nicht meins. Aber ich hatte bis dato keine Ahnung, dass es überhaupt in Deutschland Wein gibt. Das muss ich dazu sagen. Ja, habe auch nie Wein getrunken und bin dann eigentlich ins kalte Wasser gestürzt. Ich hatte dann ein Bewerbungsgespräch. Genau, hat bei dir uns beworben an der Mosel. Und dann zwei Wochen später, ich hatte ja nur zwei Koffer, ja, genau. Equipment hat man mit 16 also mit 16, noch nicht, mit 17, man muss sich ja vorstellen, von Berlin mit 16 zu uns gezogen, ne? 800 Kilometer oder wie viel, ne? Ja, und hat dann mit 16 eine Lehre gemacht, ne? Bis
bis 19, ja. Ja, 3 Jahre. Ne? Und dann bin ich hat er bei uns noch gearbeitet und dann 2012 hat er dann hier, weil er einen super Job gemacht hat immer, ne? Ganz toll, der Kellermeister, der war immer super zufrieden mit ihm und dann hat sich hier die Stelle ergeben, wir haben jemanden gesucht, der Weingut Wolf übernimmt und dann hat er mit seiner damaligen Freundin, die auch bei uns eine Lehre gemacht hatte, sind die hier hin und haben das übernommen. Ja, toll. So. Ja, komm mal hier, mein Schatz. Oh, der Haus- und Hofhund, der Jagdhund. Schöner, ne? Ja.